Robert Zollitsch, geboren 1938 in Filipova im heutigen Serbien, stammt aus einer donauschwäbischen Familie. Im Herbst 1944 erlebte Zollitsch die größte Massenerschießung in der Batschka, bei der 212 Menschen, darunter auch Zollitschs älterer Bruder, ermordet wurden. 5 Wochen vor Kriegsende wurde der 6-jährige Robert Zollitsch mit seiner Großmutter und 3 seiner Cousinen in das Todeslager Gakova verschleppt. Etwas später folgte seine Mutter. 1945 gelang es der Familie zu fliehen. Sie wurden über Wien in den Main-Tauber-Kreis abtransportiert, wo sie bis 1953 blieben. Von dort aus zog die Familie, gemeinsam mit dem Vater, welcher 7 Jahre zuvor aus der russischen Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, nach Mannheim. Zollitsch studierte bis 1964 Theologie und Philosophie in Freiburg und München. 1965 empfing er die Priesterweihe in Freiburg. 2003 wurde Robert Zollitsch zum Erzbischof von Freiburg ernannt. 2008 wurde er auf 6 Jahre zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Nach einer Amtszeit von 10 Jahren wurde Zollitschs altersbedingter Amtsverzicht von Papst Franziskus angenommen. In seinem Amt als Erzbischof von Freiburg folgte ihm Stefan Burger. Wenn Sie auf die Weihnachtszeit und Adventszeit 1945 zurückblicken, woran erinnern Sie sich spontan? Es war eine dunkle Adventszeit und eine kalte Weihnacht. An Weihnachten lag tiefer Schnee. Das Bild, das in mir lebt, ist verschneite Straßen, Kälte und Dunkelheit. Es gibt nichts, was an den Advent oder Weihnachten erinnert hätte. Keine Klänge, keine Lieder, keine aus der Heimat vertrauten Gerüche. Über allem lag zwar die Erleichterung, durch unsere Flucht aus dem jugoslawischen Todeslager Gakova nach Ungarn in das donauschwäbische Dorf Czavoli, dem Tod entronnen zu sein. Doch die Fremde und die Ungewissheit, wie es weitergehen wird, überlagerten alles. Am Weihnachtstag selber war ich mit meiner Mutter in der Kirche im Gottesdienst, aber auch da waren wir fremd. Wie verbrachten Sie die Adventszeit und Weihnachten 1945? Gemeinsam war es meiner Mutter, meiner Großmutter und mir im Oktober 1945 gelungen, aus dem jugoslawischen Vernichtungslager Gakova nach Ungarn zu flüchten. Wir hatten Aufnahme in der donauschwäbischen Gemeinde Czavoli gefunden. Wir fanden eine gewisse Unterstützung durch 2 Frauen, die vor der Teilung der Batschka zwischen Ungarn und Serbien bis 1919 in meinem Heimatort Filipova gelebt hatten und mit meinem Vater befreundet waren. So waren wir einerseits dem Tod im Vernichtungslager entkommen, wussten aber nicht, wie es weitergehen solle. Zugleich belasteten uns die Fragen, ob mein Vater und mein älterer Bruder Paul, die 1943 bzw. 1944 zum deutschen Militär eingezogen worden waren, noch am Leben waren und wenn, wo sie sich befinden würden. Als zentnerschwere Last lag auf uns, vor allem auf meiner Mutter, das Schicksal meines zweitältesten Bruders Josef, der ein Jahr zuvor, am 25. November 1944, mit 211 Männern im Alter zwischen 16 und 60 Jahren aus meiner Heimatgemeinde Filipova grausam niedergemetzelt und im Massengrab verscharrt worden war. Auch wenn wir in Czavoli Hilfe gefunden hatten und nicht Hunger litten, so gab es nichts, was mich positiv an Advent erinnert hätte. Zum Advent in der verlorenen Heimat gehörten der frühmorgendliche Gang an der Hand der Mutter
mit der Laterne durch den hohen Schnee zum Rateamt. Der heimatliche Advent war geprägt durch die Weihnachtsbäckerei, zu der sich meine Mutter mit ihren zwei Freundinnen abwechselnd in den einzelnen Häusern trafen und wo wir Kinder immer auch Schlecken von den süßen Dingen naschen und die gebackenen Plätzchen verkosten durften. An Weihnachtsgebäck, an den vertrauten Christbaum, an Nüsse, Äpfel und Mandeln war nicht zu denken. Das einzig Weihnachtliche war der Besuch des Gottesdienstes am Weihnachtsmorgen. Doch auch er war überschattet von Trauer. Es gab ja nicht nur die Erinnerung an die vertraute Advents- und Weihnachtszeit in der Heimat. Auf uns lastete auch Weihnachten 1944. Meine Mutter war wenige Tage vor Weihnachten krank aus der Zwangsarbeit nach Hause gekommen. Mit Aufbietung all ihrer Kraft war sie mit mir zum naheliegenden Geschäft gegangen, um zu schauen, ob sie noch etwas für Weihnachten besorgen könne. Sie musste sich krank ins Bett legen und ich versuchte als Sechsjähriger unseren Christbaum zu schmücken. Am heiligen Tag, wie bei uns der 25. Dezember genannt worden, war wie gewohnt das Hochamt in der übervollen Kirche. Danach um 11 Uhr bestieg der Kleinrichter, wie bei uns der Gemeindediener hieß, seinen Verkündstock vor der Kirche und vermeldete, dass sich alle Frauen im Alter von 18 bis 40 und alle Männer von 17 bis 45 Jahren gleich am Nachmittag vor dem Gemeindehaus, das heißt vor dem Rathaus, einzufinden hätten. So endete die letzte Weihnacht in der Heimat. Noch am gleichen Abend, beziehungsweise zum Teil in den beiden folgenden Tagen, mussten 239 Frauen und Männer aus meinem Heimatort Filipowa ihre Heimat verlassen, um in Viehwaggons zur Zwangsarbeit nach Russland deportiert zu werden. Unter ihnen war meine Tante, die drei Töchter in meinem Alter bei unserer Großmutter zurücklassen musste. Die leidvolle Erinnerung an Weihnachten 1944 überschattete auch Weihnachten 1945 im fremden Tschawoli. Dazu kam das Datum des 25. Am 25. November 1944 war mein damals 16-jähriger Bruder grausam ermordet worden. So gehörte der 25. November lebenslang zu den Trauertagen meiner Mutter. Dieser Schmerz wurde dann auch an Weihnachten, dem 25. Monatstag, bedrückend lebendig. So sah ich in der heiligen Messe in der Kirche in Tschawoli meine Mutter in Tränen, die sie vor mir verbergen wollte, was ihr aber nicht gelang. Auch die Donauschwaben in Tschawoli feierten nicht unbeschwert. Vor einem Jahr, an Weihnachten 1944, waren auch aus diesem Ort Frauen und Männer rekrutiert und zu Zwangsarbeit nach Russland verfrachtet worden. Viele fürchteten um ihre Häuser und ihren Besitz. Ungarn und mit Ungarn verheiratete Personen konnten sich die Häuser der sogenannten Bundista, das heißt der ehemaligen Mitglieder des Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes, aneignen. Keine dieser Personen oder Familien wussten, wie lange sie noch im eigenen Haus bleiben und dann, wenn dann einer käme, um ihr Haus in Besitz zu nehmen. So lag eine dunkle Wolke nicht nur über uns, sondern über dem ganzen Ort. So war der Weg in die Kirche zum Gottesdienst für viele auch ein Aufschrei zu Gott. Auf dem Heimweg von der Kirche stieß der Sohn des Arztes, der 3 oder 4 Jahre älter war als ich, mich, den Fremden, kräftig in den tiefen Schnee am Rasenrand, sodass ich mit nassen und kaltgefrorenen Händen Schutz bei meiner Mutter suchen musste.
Kinder können grausam sein, vor allem gegenüber Fremden. Weihnachten kann auch ein Tag der Trauer und der schweren Erinnerung sein, die umso mehr auf einem lastet, da Weihnachten als Familienfest und Fest der Liebe. Welche Unterschiede gab es zur Adventszeit und Weihnachten vor der Vertreibung aus der westlichen Batschka und zu Weihnachten in Westdeutschland? Bei mir. Seit 1946 feiere ich Weihnachten in Deutschland. Vieles von dem, was ich nach unserer Ankunft in Nordbaden an Weihnachten erlebte, war mir von meiner Heimat vertraut. Da gab es den Christbaum, eigenes Weihnachtsgebäck, Weihnachtsgottesdienste mit vielen bekannten Weihnachtsliedern wie Stille Nacht, Heilige Nacht, Tauet Himmel den Gerechten. Ich erlebte sogar ein leibhaftiges Christkindl, das mich als Lichtengel verkleidet beschenkte. Natürlich erlebte ich auch deutlich Unterschiede. Wir kamen im April 1946 in ein evangelisches Dorf, das bei aller christlichen Gemeinsamkeit aus einer etwas anderen religiösen Tradition lebte. Der Advent war in meiner Heimat ein Monat von verhaltener Stille und Besinnung ohne Fest und äußere Feiern. Die morgendlichen Roratemessen fanden breiten Anklang. Dies fehlte, zumal wir Katholiken zu Fuß zum Gottesdienst in die Nachbargemeinde gehen mussten. Am 24. Dezember war bei uns nicht der Heilige Abend, sondern wir sprachen von Adam und Eva, dem Gedenktag der beiden Stammeltern, die auf den verheißenen Erlöser warteten. Dieser Tag war bis zum Abend ein strenger Fast- und Abstinenztag. So gab es zum Mittagessen kein Fleisch, sondern Fisch. Und am Abend war auch nur ein bescheidenes Essen. Die eigentliche Weihnachtsfeier war nicht am Abend des 24. Dezember, sondern am 25. Dezember, dem Heiligen Tag. Weihnachten wurde 4 Tage lang gefeiert, am Heiligen Tag, am 25. Dezember, an Stephanus, 26. Dezember, an Apostel Johannes, 27. und am Fest der unschuldigen Kinder, 28. Dezember. All dies waren Feiertage in der Gemeinde. Das Christkindl brachte Geschenke, vor allem für die Kinder. Äpfel, Nuss und Mandelkern, Lebzelten, bei uns Lettzelten genannt, Orangen, Pomeranzen genannt, Feigen und in Bundespapier gewickelten Zucker, Salonzucker, aber auch Spielzeug. Zu Weihnachten gehörten wie in Westdeutschland Weihnachtsgepäck, Weihnachtsplätzchen, ausgestochen in verschiedenen Formen. Springerle kannten wir nicht. Dafür kamen der Blätterteig mit Nussgipfeln, gefüllten Strudeln und Cremebitten besonders zur Geltung. Der Besuch des Gottesdienstes am Heiligen Tag war selbstverständlich, wie auch an den anderen Feiertagen. Da wir in Nordbaden in einer schlichten Diaspora-Gemeinde gelandet waren, vermissen meine Eltern die Festtagsmesse mit Kirchenchor und Orchester an Weihnachten. Lange blieb es bei uns dabei, dass an Weihnachten vor allem die Kinder beschenkt wurden. Erst nach der Währungsreform begannen wir, auch Jugendliche und Erwachsene nach und nach zu beschenken. An Weihnachten gehört es in die Filippova dazu, am Heiligen Tag die Großeltern zu besuchen und ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Sie beschenkten ihre Enkelkinder. Dieser Brauch hat sich in unserer Familie erhalten. Meine Großmutter mütterlicherseits lebte bei uns. An Weihnachten kam dann die in der Nähe wohnende Verwandtschaft bei uns zusammen. Weihnachten blieb das große Familienfest des Jahres, bei dem auch die vertraute Gemeinschaft die erharrten Erinnerungen in den Hintergrund treten ließ.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Ihrem Weihnachts-Ich von 1945 etwas zu sagen, was würden Sie dem kleinen Jungen raten bzw. sagen und warum würden Sie ihm diesen Rat geben? Weihnachten lebt von einer doppelten Geborgenheit, der Geborgenheit in der Familie und der Geborgenheit in Gott. So erinnere ich mein Weihnachts-Ich von 1945 daran, dass ich diese Geborgenheit bei meiner Mutter und Großmutter erleben durfte. Beide waren beherzte und tapfere Frauen, die in mir durch ihre Nähe, die sie mir schenkten, durch die Nähe, die sie mich erleben ließen, Vertrauen weckten und es wach hielten. In unserem gemeinsamen Beten war trotz aller Dunkelheit, trotz der unbeantworteten Frage nach dem Warum, Gott immer gegenwärtig. Je größer die Angst und die Not waren, desto mehr beteten wir. So sage ich mir, dass ich für beides dankbar sein darf, die Beheimatung bei Mutter und Großmutter und den ständigen Aufblick zu Gott. Ich rufe dies in mir wach und sage es weiter im Blick auf alle, die an Weihnachten sich eher einsam fühlen und Gott weit weg wähnen. Ich sage es denen, die mit oder ohne Corona in Unsicherheit und Angst leben. Es gibt auch in dunklen Tagen Licht, und je mehr wir einander tragen und uns auf die Botschaft von Weihnachten ausrichten, desto heller wird dieses Licht für uns.